Hallo, ich bin Carsten in Langenfeld-Rösrath. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Also ich freue mich. Endlich bin ich mal wieder auf dem Neanderlandsteig unterwegs. Hab's endlich mal wieder geschafft. Es lag halt zu viel an in den vergangenen Wochen bzw. Monaten. Beziehungsweise ich wollte auch mal ein paar andere Sachen machen. Aber jetzt habe ich mal wieder Zeit dafür. Ja, heute geht es dann jetzt endlich auf die Etappe von Langenfeld-Rösrath nach Solingen. Ja, bin heute leider ein bisschen spät dran. Dadurch, dass ich ja immer mit dem Auto zum Ziel der Etappe fahre und dann von da aus mit dem Bus zum Startpunkt und die Busverbindung, ja, die ist auch nicht so super. Dadurch bin ich heute auch erst um 21:45 auf dem Weg gestartet. Ja, ich bin ja mal gespannt, was der Steig mir heute so zu zeigen hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich würde sagen, ihr kommt einfach mit. Ja, und das erste Stück geht ja größtenteils erstmal an Feldern bzw. Koppeln vorbei. Also hier gibt es jede Menge Pferde. Naja, Wetter ist ja heute super bzw. ja, zum Wandern schon fast zu super. Aber davon wollte ich mich heute nicht aufhalten lassen. Ich wollte heute echt mal wieder auf den Steig. Ja, das ist natürlich schön. Jetzt geht es hier erstmal durch einen schattigen Wald. Ist bei den Temperaturen natürlich recht angenehm. Und auch hier nochmal richtig schön Schatten. Hier weht der Weg auch ein bisschen abenteuerlicher. Geht hier so ein bisschen auch über Stock und Stein jetzt. So macht es dann auch Spaß. Ja, da geht es jetzt hoch. Ich habe so überall so kleine Baumstämmchen als Stufen da reingesetzt. Ja, hier ist so eine Abbruchkante. Weil hier geht es ganz schön weit runter. Aber von hier aus hat man auch einen Blick über Leichlingen. Aber was da im Hintergrund ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Schon ganz schön Ausblick von hier oben. Interessant ist, dass es hier oben keinerlei Absturzsicherung gibt. Kein Geländer, kein gar nichts. Ich würde sagen, dies ist mal einer von den schöneren beziehungsweise von den interessanteren Abschnitten, weil
Zum einen ist es hier relativ ruhig noch. Und zum anderen gibt es hier am Wegesrand auch mal ja, zum Beispiel einen Steinbruch zu sehen. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Übrigens gerade Quatsch erzählt. Also hier handelt es sich nicht um einen Steinbruch, sondern um eine Deponie. Sieht wohl aus wie eine Bodendeponie. Ja, der Weg, der geht eigentlich die ganze Zeit immer so ein bisschen abenteuerlich hoch und runter. Mal ein bisschen über Stock und Stein. Manchmal auch recht steil, so wie hier. Aber zwischendurch geht es dann auch immer mal wieder so ein kleines Stück auf einer geteerten Strecke weiter. Ja, nee, ist klar. Ich sag ja, immer mal wieder so ein bisschen mehr oder weniger steil. Aber ich glaube, da muss ich die Kamera wegpacken. Ja, soll man nicht glauben, aber so ein Tau hilft ganz schön, da hochzukommen. Ja, hier geht es dann mal wieder einen schönen Hohlweg entlang. Aber leider ist dann auch hier die Straße wieder in Hörreichweite. Ja, schon eine abwechslungsreiche Etappe. Jetzt geht es mal wieder ein Stück über freies Feld. Immer mal ein bisschen Abwechslung drin. Ja, ich bin so langsam in Solingen wieder zurück. Irgendwo scheint hier ein Volksfest zu sein. So, jetzt bin ich gleich am Auto wieder zurück. Und die letzten 500 Meter hier hoch, mein lieber Herr, da ging nochmal so richtig zur Sache. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Tour mal wieder ein bisschen gefallen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es bei mir weitergeht auf dem Neanderlandsteig, dass ich mal wieder hier war. Und jetzt werde ich auch zusehen, dass ich den Steig jetzt endlich mal zu Ende laufe. Muss ich gerade mal gucken. Jetzt komme ich hier an der Baustelle raus. Also liebe Leute vom Kreis Mettmann, wenn ihr das seht, bitte diese Stelle unbedingt entschärfen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber ich hätte mich hier gerade beinahe tierisch lang gemacht und dabei ist es noch trocken. Also ist ziemlich steil hier das Stück. Da solltet ihr mal was dran tun. Ja, ich bin jetzt am Auto wieder zurück. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.